Ey, oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist jetzt verrückt. Das ist jetzt Jungs, verrückt, mir das unter die Schuhe zu schieben. Jungs, wenn ihr wieder so anfangt, Jungs, ist der Server wirklich bald K.O., ne? Das hat keinen Sinn, Medi, ich sag's dir Ihr macht ehrlich. irgendeinen Umzug, ich Bruder. schwöre, es ist ein, ohne Scheiß, 1 zu 1 Immortal. Bruder, 1 zu was 1. Ihr er macht gerade Umzug, ist gemacht wie hat. Serverwechsel, wird nicht besser. Oder chillt doch jetzt, bitte. Primex, habe ich ja nichts damit zu tun. Oh mein Gott, warum? Was mit Primex? Mann. Wie, hat er wirklich Bruder. Gesprengt? Er wurde gerade gesprengt? Nein, Mann, Digga, hier ist ein Creeper bei Ihnen im Loch, wo sowieso eine Höhle ist, explodiert, Digga. Hier ist nichts. Rohat, ich sag gleich den anderen CEOs von King Cans, dass sie Code Rohat Eri auf 50% machen sollen, nur für kurze Zeit. Diese Aussprache, Digga. Alt, ich bin ein Businessmann. Diese Seite hört sich immer an, als würde es irgendeine Ansage droppen oder so. Nein, Alt ist so, es geht jetzt los. Ja, denn ja. Du wirst gefickt, Fabo! Yeah, du hast keine Rüstung! Full dir? Damit kannst du nichts erreichen, ich fick dich! Was? Nein, Abi, bitte, Abi! Ich fick dich! Wo bist du? Mach Sub-Modus wieder raus! Wo bist du? Habo! Wo? Ja, das ist so ein Wir ficken gleich dich? Ja, klar fickst du mich, weil du gegen andere keine Chance hast. Was? Lieber bin ich ein Breitenberg, der gefickt wird, als ein Fabo, der Angst hat. Fabo, können wir in einen eigenen Call? Ich will nur mit dir. Ich kann ja sowieso nicht. Islam, wir gehen in einen eigenen Call. So warte mal, wir gehen in einen eigenen Call, weil ich muss eh mit dir reden. Islam hat meinen Diamanten geklaut, ich muss mit ihm reden. Und Mediflex seit 3 Stunden mit seinen Earnings. Also, eine Frage habe ich an Rohat. Ja. So, du hast einen roten Brief vom Finanzamt bekommen? Bruder, guck mal, ich erkläre dir das. Ich erkläre dir das. Meine Eltern nehmen ja immer meine Briefe weg. So, das ist ja, bei Ausländern ist das so, du hast kein Recht auf deine eigenen Briefe, kein Recht auf deine eigenen Pakete, du hast kein Recht auf gar nichts, was ankommt zu Hause. Die machen das auf und dann irgendwann mal, wenn ein roter Brief kommt, kommen sie auf die Idee, mir den zu zeigen. Davor kamen 2 Briefe. Die haben sie mir nicht gezeigt, da war ich in L.A. Und dann komme ich zurück und ich sehe einfach roter Brief. Ich denke mir, was geht ab? Die kommen nicht mal auf die Idee, mir das zu schicken. Ja, und jetzt musste ich so, weil wegen Versäumung musste ich 1000 Euro extra drauf bezahlen. Oder ach so, mehr. Aber ich dachte, Digga, ich dachte, du landest in Hubs, ne? Nein. Ich dachte, du roter Nein, Brief, Bruder. Ist so, rot ist roter Brief sofort, ne? Muss jetzt sofort gemacht werden, oder nicht? Ja, genau. Also ich konnte das halt auch easy zahlen, aber ich wusste halt nicht, dass man... Ja, weil du reich bist, ne? Deswegen kostet Nein, easy zahlen. Weil ich... Aber was ist jetzt Stand der Dinge? Und jetzt? Kommst du doch nicht im Hubs, oder? Nein, Bruder, ich verstehe gar nicht, warum das so dramatisiert wird. Ich hab den so, ich guck so. Zeig mal her. Digga, das sieht aus. Was ist das denn, Digga? Das sieht so krank aus. Hä, das Bruder, ist doch kein normaler Brief. Bruder, ich hatte fast einen Schlaganfall, als ich den gesehen hab. Ich hab letztens gelben Brief Der kommt bekommen. Aus dem Nether. Seht, guckt euch den an. Ich wie groß. Was steht dann da vorne? Steht da fett drauf irgendwas? So, oh sofort zahlen oder so? Warte mal, Rohat, hast du einfach Geld überwiesen auf eine IBAN, die da drauf steht? Nicht, dass das ein Fake-Brief war. Ja, was? Und verarscht. Ja, stell mal vor. Digga, wer verschickt rote Briefe? Das habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt nur diese gelben Briefe. Es gibt so einen ganz komischen Gelbton, aber es gibt keine roten Briefe. Rohat, kann sein, dass du hops genommen kann wurdest. Kann sein, du hast 1000 Euro. Hast echt verloren. Jetzt? Vor allem kommt da nicht vorher noch was anderes? Die schicken dann nicht einfach direkt einen roten los. Ich schwöre. Nein, da kamen vorher noch andere. Krass, Digga, ich habe noch nie einen roten Brief gesehen. Wie dumm muss man sein, um einen roten Brief zu kriegen? Bruder, was kann ich dafür? Hä? Digga, wie der aussieht. Steht oben Amtsgericht und so? Also steht es drauf? Ne, warte mal. Hier steht ein Haftbefehl. Rohat kommt in Haft. Bruder, hier steht rote Briefe, Haftbefehl. Nein, du gehst in Knast, Rohat. Wir machen Merch, ja, Bruder, mit der Zellennummer und so. Endlich, Bruder. Haftbefehl, roter Brief, ich schwör's ja. Roter Brief bedeutet... Bruder, hör doch mal auf, mir Angst zu machen, Bruder, bitte. Doch, das ist schon was Hartes. Der rote Handbrief, in Klammern RHB, ist eine in Deutschland gebräuchliche Form eines Informationsschreibens mit dem pharmazeutischen Unternehmen heilberufliche Fachkreise über neuerkannte Arznei Mittelrisiken informieren. Hast du Deutschland für so eine Scheiße? Oder was? Ich hab nicht verstanden. Nach Ablauf der Frist wird die Zwangsvollstreckung durchgeführt. Analyse-Team. Ja, sag ich doch. Die nehmen dir deinen Stuhl, alles. Behörde kann. Bruder, die wären gekommen, die hätten meinen Vita mitgepackt. Die nehmen dir einfach Esstisch von Wohnzimmer weg, wo Vater mal Nüsse draufstehen hat, Bruder. Bruder, morgen ist Stream ohne Cam. Ich kann wirklich nichts dafür. Wenn du eine Prüfung bekommst, kriegen alle Unternehmen, wo du drin bist, eine Prüfung, weißt du, ne? Oh nein, King Cans ist over. Lass los. Ich schwöre, wir kriegen alle eine Prüfung. Dann zieht euch noch mit rein, macht kein Business mit Rohat. Weißt du, wer im Knast, der da immer so dir so alles besorgen kann, sag ich. Ja, ja. Dann wird dir immer alles besorgen. Ja, hab hier noch und so. Hab hier noch. In der King Cans Box. Hier sind noch ein paar Gramm.
Und da ein bisschen was raus. Ich hab gesehen, Eldos ist jetzt CEO bei euch. Mann, Bruder, Eldos ist ein Quatschkopf, Digga. Der hat doch wieder Hubs von mir bekommen. Der war wieder frech. Wieder Hubs? Ja, ja. Ja, dieses Kamerawort. Siehst du, du verteilst Hubs, auf einmal kommt rote Briefe. Ja, Hubs. Musst du dich mal straffen. Mein Manager schreibt, schick mir mal den Brief, bitte. Wer schreibt das? Mein Manager. Der Manager? Bruder, du bist so dumm, Digga. Das aller Bruder, was kann ich dafür? Ich mute dich gleich. Es sieht wirklich sehr real aus. Das ist real, Bruder, das ist real. Ja, allem, ja aber wenn Fall, es ja, ich sag mal, wenn es ja bezahlt hat, dann ist ja gut. Ist ja, da steht eine Fallnummer und so. Das Ding, also, das Ding war ziemlich gut bezahlt sogar. Warte, ne, hier steht auch, die können auch Wohneigentum und so. Ja, dann sollen sie mal meine Wallet finden, raus, Digga. Wenn die meine Wallet Bitcoin finden, Digga, dann wirklich. Bevor die meine Wallet finden, hab ich ein Bild mit Playboy Cardi. Wisst ihr, was krass wäre? Wenn sie jetzt wirklich seine Anteile bei Kinkens vollstrecken und dann kauft sie Eldos einfach. Okay. Hier steht die Fernung ihres Kraftfahrzeugs. Hast auch kein Auto. Top. Doch, Bruder. Wer nichts hat, dem kann nichts genommen werden. Ich hab ein Auto, aber kein Führerschein, Bruder. Ich hab ein Auto, aber kein Auto. Du hast keine Wohnung. Du hast keine Kohle auf dem Bankkonto. Der war, Digga, du, alles in Bitcoin rein, dann passiert. So, fertig. Ja, die können mich nicht ficken. Keine Wohnung, kein Auto. Was ist denn auf dem Konto? Finanzamt, lasst mich in Ruhe. Ja, Finanzamt. Ihr könnt Ruhe nichts. Ihr könnt mir nichts machen. Alles auf mein Wallet. Dazu darf der Vollstreckungsbeamte Vermögensgegenstände pfänden, in Besitz nehmen und versteigern. Dein Gras wird versteigert. Stellt euch mal vor, eine Versteigerung, wir holen alles. Aus meinem Chat, die holen einfach meine Kamera und so. Dann kommt jemand und der stellt dein Zeug einfach auf eBay, ohne zu fragen. Bruder, die würden aber so Plus machen, damit die Wichser. Ich habe mir ein bisschen Sand genommen, ja. Wie kommst du auf sowas unglaublich Dummes? Warum? Was meinst du? Nur ein bisschen. Ich mache da auch eine Kaktusfarm. Ich habe mir nur 5, 6 genommen. Wie viel Sand hatte ich denn? Keine Ahnung, da war alles voll auf jeden Fall. In den Öfen und in der Kiste. Vielleicht hat auch jemand das da gelassen. Ich habe 5 Stacks genommen. Kredit kriegst du dann auch. Hier, ich habe 0 Sand. Du hast keinen Sand genommen. Ich hatte keinen Sand. Ich hatte 5 Stacks. Also 5 Stacks habe ich. Ja, aber nicht von mir. Das ist kein Sand. War eine Finte. War eine Finte. Gut. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Hammer immer. Dein Sohn ist ein Gangster. Ihr verarscht mich gerade. Doch, er hat wirklich einen roten Brief bekommen. Ich schwöre. Ja, er hat einen roten Brief bekommen, aber er muss doch nicht zwei Wochen ins Gefängnis. Doch, und er muss sich die Zelle teilen. Und da wird Boss gebaut. Das war's, Bruder. Ich musste Saul Goodman anrufen. Saul Goodman. Das ist nicht so, wie ihr bekommt direkt den Nettobetrag, sondern die meisten bekommen halt dann, sagen wir mal, 5k und holen sich aber für 5k dann direkt eine neue Uhr und haben aber nicht mehr die 2.500, die sie dann später an Steuern zahlen. Rojo, ist das passiert bei dir? Nein. Ich habe einfach ganz normal einen Brief vom Finanzamt bekommen, was ich zu zahlen habe. Ganz normal, so wie bei euch auch. Nein, hast du nicht. Der ist rot. Böhr. Erstmal, da war ich aber in L.A. und meine Eltern haben mir meine Briefe nicht geschickt. Die haben einfach das aufgemacht und es hat die nicht interessiert. Dann kam noch ein Brief, haben sie mir auch nicht geschickt. Und als ich in Deutschland war, kam am 10.01. ein Brief vom Finanzamt und dann sind sie auf die Idee gekommen, mir am 5 Tage später mir das zu zeigen. Und das Ding ist, wäre der nicht rot gewesen, wären sie niemals auf die Idee gekommen, mir das überhaupt zu zeigen. Ich wurde geblitzt, als ich von der LAN-Party nach Hause gefahren bin. Ich muss 180 Euro zahlen. Digga, wie fährst du? 3 Stunden clean gefahren und 20 Kilometer bevor ich zu Hause war, wurde ich geblitzt. 20 Kilometer vor deinem... Oh, Alter, das ist aber auch... Und da hast du gesagt, ich fahre 60 zu schnell oder was? Nee, 29. Mann, da war die ganze Zeit 130 und auf einmal war 100er Schild, auf einmal Licht, ich konnte nichts machen. Ja gut. Gut verarscht. Da musst du lernen. Lerngeld. Ich sag bei Fabo, es ist auch das Auto. Das ist auch ein stationärer Blitzer, den jeder kennt. Ich habe das meinem Chat erzählt und die haben direkt gesagt, ja, da Leverkusen. Und dann meine ich, hä? Also jeder kennt den Blitzer, nur ich nicht. Digga, warum hast du keinen Blitzer? Warum hast du keinen Führerschein? Das ist hier die Bruder, ich sag, Roat hat sogar Blitzer Pro App. Und ja klar, hab ich auch. Würdest du dich mit Red in Real Life treffen, Max? So in einem Stream so ausdiskutieren, okay, ey, wer ist der Main Character jetzt? Warum sagt Max, dass er der Main Character ist, oder wie? Ich sag überhaupt nicht, dass er der Main Character bin. Das ist doch voll scheiße, wenn man der Main Character ist, oder nicht? Was sag ich denn? Würdest du dich einmal mit ihm treffen, so Rede machen? Warum denn? Okay. Ja, warum nicht? Um Rede zu machen. Wäre doch lustig. Ja, am Ende des Tages ist Rede immer gut. Naja, wo war es denn? Also bei mich. Mir ist das ja egal. Das ist ja seine Community. Jetzt atme mal tief durch. Ist das geht, also, oder?
Ich muss ja nicht mit ihm ausreden. Ja, ich hab ja nicht. Doch, klar, ihr habt doch ich schon. Ich hab kein Beef, nein. Ja, was heißt Beef? Aber so, da sind so ein paar Sachen. Er hat 17 Fake-Giveaways gemacht und schweigt die tot. Ich hab ja da nicht dran teilgenommen, also, weißt du? Fabo, ich werde dich beleidigen jetzt. Tut mir leid. Du bist ein Schwanz. Was hast du eingestellt? Jedes Mal auf diesem vernutteten Nutten-Server regnet es. Ich kriege schlechte Laune. Es regnet immer. Ich schwör's dir, es ist eine 90%-Quote. Ich wette mit dir um 100 Subs, dass es in den nächsten 3 Nächten mindestens einmal regnet. Es ist geisteskrank. Warum hört es jetzt auf einmal auf? Hast du was eingestellt? Ich habe geschlafen. Es ist so krass. Yo, moin, Edis der Schmale. Hey! Komme! Yo! Wie Edis der Schmale? Naja, mir wurde gesagt, ich soll das sagen. Ach so, dann geh mal zu Rohat hin und sag Rohat, du Hund. Ach, ich check jetzt. Okay, ich check. Ich bin in Fitnacraft hier, ne? So. Ja, genau. Sag mal Rohat, du Hund. Rohat, du Hund. Der macht ja wirklich alles, Bruder. Ich mach alles. Ich bin neu. Ich muss mich noch benehmen. Ich muss guten Eindruck machen. Was geht? Was geht? Alles gut? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, da zu sein. So. Echt mega cool. Ihr baut ja, auch, ich habe eigentlich, cool. hab eigentlich dagegen gestimmt. Scheiße, Mann. Ach, Mann, ey. Gomme hat einfach Edis der Schmale gesagt. Hat er gesagt, Gomme. Ja, ey, mir wurde das so aufgetragen. Ich Rohat. Wollte einen guten Eindruck hier machen eigentlich. Ja, also, du hast einen super Eindruck gemacht. Super, super. Rohat, ich spreng jetzt dein Haus. Viel Spaß. Rohat, warum musst du immer reinscheißen? Ich hab dich doch mit etwas Kleinem geschlagen. Zünd mich aus, zünd mich aus, zünd mich aus, ich sterbe! Es gibt gefühlt Streamer, die reden wirklich über alles. Oder sagst du auch, irgendwo ist so eine Grenze irgendwie, wo du sagst, boah, ich sag, das ist zu viel. 95, ich rede eigentlich fast über alles. Es gibt so bei mir, also eine Sache, so, ich rede nicht so gerne über Religion, weil ich niemanden vorschreiben möchte, wie man irgendwas macht. Oder derjenige, der daran glaubt, es stimmt nicht. Oder, weißt du, also Religion mache ich immer so gezielt eher nicht. Sonst eigentlich über alles. Über Liebe, über Kohle, über Probleme. Ja, aber das sind ja auch alles so grundlegende Themen. Wirst du auch so, also zu deiner Person meine ich so eher. Also konkret auf dich bezogen. Wirklich, wirst du da sagen, alles eigentlich... Kommt in Frage. Ja, ich glaube schon, oder Chat? Ihr wisst eigentlich alles über mich. Also sehr viel auf jeden Fall. Also die wissen wirklich sehr viel. Sehr, ja, damit habe ich einen Kontrast dazu. Also ich erzähle auch was so, aber ich glaube immer ein bisschen geheimnisvoller, wie ihr checkt. So, ne? Also Alter noch nicht. Und so. Wo du wohnst. Ja, gut, oder? Die Adresse, die sage ich euch. Nee, aber sie wissen Berlin. Ja, das reicht doch auch. Wohnort, sonst ist doch echt doof. Niemals. Das geht halt nicht, ne? Ja, sonst hast du dasselbe Problem wie ich gerade. Bei mir ist irgend so ein Peach vor der Tür und klingelt und denkt, ich komme jetzt raus, dieser Peach. Wirklich? Jetzt gerade? Ja, ja, ich schwör's. Und der schreibt noch in meinen Chat, ey, Edis, ich klingel gerade bei dir. Bruder, da würde ich ja komplett ausrasten. Bruder, ich weiß auch nicht gerade, was ich machen soll. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade echt nicht, Medi, was ich machen soll. Wenn ich jetzt zu dir anrufe, dann war's das mit dem Jungen. Und mich seht ihr auch die nächsten 2-3 Jahre nicht mehr. Dann bin ich mit Rohr zusammen. In der JVA. Bruder, guck mal in Stream, du kannst dich neben mir. Bruder, ich habe noch einen Platz hier unten. Guck mal, hier schlaf ich. Ja, ich weiß, Bruder. Wir können uns bald zusammen erst teilen, glaube ich. Hier oben bin ich, hier kannst du unten bleiben, Bruder. Polizei, kannst was machen. Kannst deine Mutter ficken. Kollegen. Bruder, wenn ich Polizei anrufe, werde ich verhaftet. Nein. Da hört's auf, so privat. Ja, natürlich hört's auf. Weißt du, was vor ein paar Tagen passiert ist? Das ist das Härteste. Meine Schwester ruft mich um 23 Uhr an. Die sagt einfach, Ding, hier sind so 4-5 Zuschauer, die wollen unbedingt ein Bild mit dir. Was soll ich machen? Die sind vor die Haustür von meinen Eltern gegangen. Meine Schwester war bei meinen Eltern. Und die waren einfach... Wie kommen die denn raus, wo du wohnst? Weil ich gehe ja oft meine Eltern immer besuchen und mein Auto steht dann halt auf einer Straße, weißt du? Und wahrscheinlich haben die das Auto erkannt und dann hat einer vielleicht gewartet oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die es irgendwie herausbekommen. Bruder, da wäre over bei mir. Da wäre so. Ja, Mann. Bei Eltern, Bruder. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, ich schick dich sofort weg oder ruf Polizei. Was will ich machen? Wurde nicht Gommemode Dings? Irgendwie Jugendwort des Jahres? Na, nee, nicht ganz. Das war die heftigste Community-Aktion ever. Oh my goodness. You guys just saw it live. This is not, I have to be really clear about all this. This has not been a pursuit from way up in the antelope. Oh, whoa, oh.